Es geht in dem Video mal darum, wie man die Entwicklungsgeschichte der Flächen eines Werkstücks beobachten kann, wenn man die Veränderungsdaten in einer Datenbank abspeichert. Ich nehme als Datenbank dafür Neo4j und das Beispielobjekt ist dieser Block hier mit zwei Bohrungen und den seine Vorstufen sind halt jetzt einmal ein Block mit nur einer Bohrung und vor diesem war einfach ein Block und der wiederum ist entstanden aus einem einfachen Quader. Also der Abhängigkeitsgrad ist so, Ausgangspunkt ist die Box wird in eine Richtung gestreckt, sie wird hier durchgebohrt, Zylinder wird abgezogen, dann wird ein zweiter Zylinder quer dazu nochmal abgezogen und nochmal das Ergebnis ist jetzt dieses hier. Von all diesen Objekten gibt es jetzt Beschreibungen der Knoten mit ihren Koordinaten und der Flächen mit ihren Namen. Jeder Körper in dieser Entwicklungsgeschichte hat seine eigenen Flächen, hat seinen eigenen Punkte und man könnte jetzt sich vorstellen, wie hängen die alle miteinander zusammen. Es gibt eine Schnittstelle, sodass man die Daten hier in die Datenbank übertragen kann. Das heißt, es gibt einfach einen Skript, der dauert so lange und erzeugt jeweils ein Flächenmodell von diesen Objekten in der Datenbank. Die Datenbank ist so installiert, dass sie als Webserver hier auf dem lokalen Rechner läuft und hier über diese Schnittstelle von Neo4j angesprochen werden kann. Wie sieht die Datenbank aus? In der Datenbank habe ich jetzt die einzelnen Knoten, da habe ich Flächen, ich habe Punkte und ich habe Shapes drin und kann mir anzeigen lassen, welche Shapes gibt es, diese vier Stück. Ich kann mir die Flächen anzeigen lassen. Da gibt es jetzt eine ganze Menge mehr, wobei jetzt nicht klar ist, zum welchen Shape gehört diese Fläche 1. Jeder Körper hat ja eine Fläche 1. Und natürlich gibt es auch die gesamte Punktmenge im Datenmodell. Und das sind auch viele Punkte. Jeder Punkt hat jetzt seine Koordinate. Wenn ich da drauf drücke, sehe ich, was sind seine Koordinaten. Gut, und ich kann mir jetzt alles zusammen mal anschauen im Gesamtmodell. Und da sehe ich jetzt hier einen Ausschnitt, nämlich beschränkt auf 25 Knoten. Und wenn ich die Beschränkung aufhebe, dann sehe ich hier das gesamte Datenmodell und das ist schon ein heilloses Durcheinander an Daten. So, ich möchte jetzt gern wissen, wie sich die Flächen entwickeln. Dazu lasse ich jetzt einen zweiten Skript laufen, wieder von FreeCAD aus gestartet. Was der Skript mache, lassen wir jetzt mal beiseite. Er legt auf alle Fälle Beziehungen zwischen zwei Shapes fest und analysiert, wie die Flächen ineinander übergehen. Und das Ergebnis schauen wir uns an. So, und jetzt haben wir erstmal hier die vier Arbeitsschritte, also die einfache Box. Ich ziehe die mal rüber. Und das Ergebnis ist dann der Cut 001 mit den beiden Bohrungen. Und dazwischen gibt es jetzt noch zwei andere Objekte, eben die verlängerte Box und dann die Box einmal durchgebohrt. Was wir jetzt hier im Modell sehen, sind Verbindungen zwischen den Flächen. Und an diesen stehen Zahlen dran. Und das heißt jetzt 0 bedeutet, dass zwischen Phase 1 von der Box, dieser Phase 1 und Phase 1 von Box 001, punktemäßig kein Unterschied besteht, die sind identisch. Und bei Phase 3 steht dran eine 2, das heißt, die beiden Flächen unterscheiden sich in zwei Punkten. Wir erinnern uns daran, die Box 001 ist ja aus der Box hervorgegangen, dass ich die Länge verändert habe. Also wird da quasi eine Fläche hochgezogen, das heißt, eine Fläche bleibt erhalten, die vier Mandelflächen ändern sich in jeweils zwei Punkten und die Deckelfläche ändert sich in vier Punkten. Die Deckelfläche, die
hat jetzt überhaupt keine gemeinsamen Punkte mehr. Das heißt, das ist quasi ihre Ursprungsfläche. Und jetzt kann man gucken, wo taucht jetzt bei Box 001 eine Fläche auf, die keine Verbindung zur Box hat. Und das ist dieses Phase 2. Aus dieser Fläche ist diese hervorgegangen. Alle vier Punkte haben sich geändert. Für diese Flächen hier haben sich immer zwei Punkte geändert und die Grundfläche ist erhalten geblieben. Dann haben wir hier den Cut und jetzt kann man also auch wieder sehen, aus der Phase 1 von der Box 1 ist die Phase 1 vom Cut entstanden. Hier ist es etwas anderes. Hier ist aus der 3 die 2 entstanden. Die 5 hat ihre Nummer behalten. Die 4 hat ihre Nummer auch behalten. Und aus der 6 ist hier die 3 entstanden. Das ist dieser Weg hier runter. So, dann haben wir hier einen, aus dieser 2 ist die 6 entstanden. Und letzte Instanz ist vom Cut zu Cut 01. Das ist also die zweite Bohrung. Da sehen wir die erste Bohrung, die bei Cut entstanden war, war hier die Phase 07. Daraus ist die Phase 8 geworden. Phase 7 ist jetzt die neu entstandene zweite Bohrungsfläche und die anderen Flächen, die haben alle hier 0 dran stehen. Das heißt, der Übergang ist hier schon stattengegangen, ohne dass die Punkte sich geändert haben. Hier genauso, hier auch so. Und wir schauen uns das im Modell nochmal an. Das ist klar, wenn ich jetzt hier Cut habe und ich gehe dann auf Cut 01 über. Dann ändert sich zum Beispiel an dieser Fläche gar nichts, weil hier alle vier Punkte erhalten bleiben. Beziehungsweise es kommt ein Punkt dazu, falsch gesucht, nämlich von dieser neuen Bohrung. Die Fläche ändert sich überhaupt nicht, die ändert sich überhaupt nicht. Hier kommen ein Punkt dazu, beziehungsweise kein Punkt hinzu. So, das ist jetzt also das Bild, wie das insgesamt aussieht. Und jetzt stellt sich natürlich die Frage, wie ändert sich denn so ein Flächenname? Also wir hatten vorhin ein Beispiel gehabt, ja, Phase 3, Phase 3, Phase 2, Phase 2. Und in der Datenbank kann ich also zum Beispiel auch wieder die Frage stellen, ausgehend von dem Objekt Cut Phase 3, wie ist denn der Weg zurück zur Box und wie ist denn der Weg zum Cut 001? Und diese Frage einmal gestellt, man muss sich halt mal ein bisschen einarbeiten in die Syntax, aber die ist auch nicht komplizierter als SQL, bekommt man jetzt hier diesen Weg angezeigt. Von Box über Phase 6, dann Phase 3 zu Cut 01. Und wir können auch mal ein anderes Phase nehmen, nämlich mal Phase 1. Wie hat sich Phase 1 entwickelt? Und das sehen wir zum Beispiel bei Phase 1 ist der Name immer gleich geblieben, die ganze Zeit. Es hat bei Phase 1 auch nie Änderungen gegeben. Hier sind immer die gleichen Punkte. Während eben bei Phase 3 wir eben hier Änderungen hatten. Hier haben wir eine Änderung. Zwei Punkte haben sich geändert. Hier hat sich ein Punkt geändert. Hier hat sich kein Punkt geändert. Nochmal eine andere Phase dazu. Das ist jetzt die Phase 2. Und da sehen wir jetzt ein ähnliches Bild. Hier gab es eine Änderung von zwei Punkten. Der Name ist geblieben. Hier hat sich zwar die Fläche nicht geändert, aber der Flächenname hat sich geändert. Und hier hat sich weder der Flächenname noch die Fläche geändert. Und jetzt kann man sich das einfach nochmal genauer anschauen. Wie liegen die Punkte? Welche Punkte sind hier eingezogen und da kann man einfach hier draufklicken und dann werden die Punkte, die hier dazugehören, eingeblendet. Das muss man sich dann halt immer ein bisschen auseinanderziehen. So, und jetzt sehen wir also zum Beispiel eben hier
sind diese beiden Punkte hier weggeflogen beim Übergang von dieser Phase zu dieser Phase. So, hier stehen nochmal diese ganzen Abfragen, die wir gestellt haben, und die Daten sind alle frei verfügbar. Noch eine letzte Abfrage, das wäre die Abfrage, welche Punkte gehören zur Box? Wenn ich das hier die Frage stelle, dann habe ich dieses Bild. Das heißt, ich sehe jetzt meine Box, sehe hier die Flächen. Und sehe dann die einzelnen Punktezuordnung. Das können wir jetzt rein theoretisch für jede Einzelfläche machen. Für die Abfrage brauche ich immer hier eine Cypher-Abfrage, die ebenso ähnlich ist wie die SQL-Sprache. Findet man alles auf der entsprechenden Webseite.